anders befassen und interessieren. Und da würde ich gerne zuerst einmal eine Frage an Sie stellen. Und hätte gerne 2 bis 3 Minuten Zeit gegeben, damit Sie sich dazu äußern können, vielleicht über das Chat oder wenn Sie Anregungen haben. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Fragen haben Sie rund um das Thema Maschiat, den Erlöser, den wir erwarten? Wenn Sie solche Fragen haben, dann ist nun die Gelegenheit, diese zu stellen. Und ich würde gerne schauen, ob wir diese heute Abend auch beantworten werden können. Wir haben 2 bis 3 Minuten Zeit und dann werden wir den Shiur beginnen. So, meine Damen und Herren, die erste Frage ist eingetroffen. Ich werde nochmal die Frage formulieren für diejenigen, die noch keine Gelegenheit hatten. Welche Fragen haben Sie zu Maschias, zum Erlöser, den wir erwarten? Gibt es solche Fragen, die Sie schon bei sich fragen, die Sie gerne beantwortet haben würden? Jetzt ist die Gelegenheit, die zu schreiben. Also es geht rund um das Thema von Maschias, dem Erlöser, den wir erwarten.
So, meine Damen und Herren, wir haben sehr wunderbare Fragen gestellt, sehr spannend, und ich hoffe, dass wir auch einen großen Teil von diesen Fragen beantworten oder darauf Bezug nehmen werden können. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, was bisher alles gefragt wurde, und dann schauen wir mal der Reihenfolge nach, wie wir mit diesen Fragen umgehen. Ich freue mich auch, dass ich viele von Ihnen mit Bild hier zugeschaltet sehe, sodass wir auch ein bisschen einfacheren, direkteren Kontakt, nicht nur Audio, sondern auch visuell herstellen können. Und das ist schön, dass wir uns so wirklich schon quasi treffen über das Netz. Fragen, die gestellt wurden, ich versuche sie ein bisschen zusammenzufassen. Eine Frage war, wozu brauchen wir überhaupt Mashiach? Was wird sich ändern, wenn Mashiach kommen wird? Wie erkennt man Mashiach? Ist es eine Person oder eventuell ein Zeitalter? Warum braucht es so lange, bis er kommt? Und was passiert mit Menschen, die verstorben sind, wenn Mashiach kommen wird? Und dann gab es auch spezifische Fragen, was ist der Begriff Ben David und Ben Yosef? Und wie verhält es sich mit Abinah Schneerson? Könnte er Mashiach gewesen sein, der siebte Rebbe und letzte Anführer der Sabbatbewegung, weil da ja viele daran geglaubt haben und auch heute noch glauben. So, wollen wir mal der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Zuerst einmal gibt es ein Sprichwort, welches sagt, ein Jude wartet jeden Tag auf zwei Dinge. Er wartet auf die Post und auf Mashiach. Woher kommt das Warten auf Mashiach? Das entnehmen wir den 13 Glaubensgrundsätzen, die ich hier leider Ihnen nicht zuschalten kann, aber ich werde es Ihnen gerne vorlesen. Da heißt es im 12. der 13 Glaubensgrundsätze von Rambam: Ich bin vollkommen überzeugt von der Ankunft des Gesalbten, des Mashiach, und auch wenn er sich verzögert, trotzdem hoffe ich täglich auf ihn, dass er kommen wird. Hier haben Sie es vor sich, wunderbar, es ist zugeschaltet. Genau, ich hoffe, Sie konnten es mitverfolgen. Dankeschön für die Zuschaltung. Rambam hat also im 12. Glaubenskontakt, Nummer 12, diese Worte aufgenommen in die Glaubensgrundsätze. Das bedeutet, wenn wir das in unsere Sprache übersetzen, wer nicht daran glaubt, dass Mashiach kommt und wer nicht auf seine Ankunft wartet, der befindet sich außerhalb der Glaubensgrundsätze, der hat ein grundsätzliches Glaubensproblem im Judentum. So wichtig ist der Glaube daran, dass Mashiach kommen wird. Rambam schreibt aber noch mehr Dinge und wir werden uns gleich darauf beziehen. Der Glaube an Mashiach ist nicht so einfach. Es gibt eine nette Geschichte und Anekdote. Ich danke für die Quellen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir können wieder zurück zum allgemeinen Bild. Danke sehr. Und zwar kommt eine Frau nach Hause, eine jüdische Frau, und sagt zu ihrem Mann: Jankel, weißt du was? Ich habe gehört, in den Straßen verkündet man schon, der Mashiach ist gekommen. Dann beginnt der Jankel hin und her zu überlegen und sagt: Ach, meine liebe Frau, suche dein. Weißt du, das ist jetzt aber ganz schön schwierig für uns. Gerade letzte Woche haben wir unser Haus gekauft und wir haben uns etabliert hier mit einem Laden. Und eigentlich geht es uns ganz gut hier und unsere Kinder sind versorgt. Und jetzt kommt Mashiach, jetzt sollen wir alles aufgeben, alles verlassen und müssen weggehen. Daraufhin überlegt er sich noch einen Moment und dann sagt er: Aber weißt du, liebe Sodere, wir haben schon Pharao überlebt, wir haben schon Haman überlebt, wir werden auch Mashiach überleben. Der Glaube an Mashiach ist keine einfache Sache. Es gab Zeiten, in denen dieser Glaube essentiell und elementar war für die Hoffnung, die damit verbunden ist. Und in manchen Zeiten ist es gar nicht so einfach. In vielen schwierigen Zeiten war
und ist der Glaube und die Hoffnung auf Maschiach das, was dem jüdischen Volk und der jüdischen Gemeinschaft Leben einflößt, Hoffnung, Optimismus auf eine bessere Zukunft. Es gab sehr schwere Zeiten, hinweg durch das Mittelalter bis in die neuere Zeit, in der die Schwierigkeiten, die Herausforderungen der damaligen Zeit dazu geführt haben, dass das jüdische Volk am Rande der Verzweiflung eben nicht in die Verzweiflung gefallen ist, sondern weiterhin an der Hoffnung festgehalten hat. Hoffnung auf bessere Zeiten, Hoffnung auf Erlösung, Hoffnung auf Maschiach. Diese Hoffnung hat sich oft gezeigt in ganz schwierigen Zeiten. In Zeiten des tiefsten Mittelalters, zu Zeiten der Kreuzzüge, war ein großes Streben nach Maschiach da. Und da haben sich auch schon die ersten Anzeichen gezeigt von solchen Menschen, die aufstanden und von sich behaupteten, ich bin Maschiach und ich werde das jüdische Volk erlösen. Im Jahre 1160 gab es einen Mann namens David Alroy, der diese Bestrebungen schon aufbrachte und an der Spitze der Bergjuden des Kaukasus gegen den mohammedanischen Herrscher kämpfen wollte. Und später, im 16. Jahrhundert, gab es immer wieder Männer, die sich zum Maschiach geführt und auch verkündet haben. Zum Beispiel der David Rubeni im 16. Jahrhundert, der zusammen mit dem Shlomo Molcho versucht hat, die Türkei zu bekämpfen. Er wurde aber schließlich vom Papst Karl V. In den Perser geworfen und ist vermutlich in den Gefängnissen von Spanien vergiftet worden. Einer der anderen Figuren, welcher sich als Maschiach ausgegeben hat und welcher auch ein bitteres Ende gefunden hat, ist der Schabtai Zvi. Über ihn werden wir noch hören. Bei ihm waren es die Auswüchse der Chmielnitzki-Pogrome zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Das waren Pogrome unter den Kosaken zusammen mit Krimtataren, weil sie einen Aufstand gegen die polnischen Herrscher durchgeführt haben und sich nicht nur gegen die vorherrschenden Polen, welche Katholiken waren, auflehnten, sondern auch die Juden, welche unter den Polen lebten und mit ihnen ein harmonisches Zusammenleben hatten oder mehr oder weniger harmonisches Zusammenleben. Und diese trafen diese Pogrome und Aufstände ganz besonders hart. Es waren Zeiten, in denen schätzungsweise zwischen 100 und 500.000 Juden umkamen auf grausame Art und Weise und das europäische Judentum verweiste. Nach der Inquisition aus Spanien, nach der Vertreibung der Juden aus Frankreich, aus England, aus Deutschland, gab es kaum noch Orte, wo das Judentum überhaupt erwünscht war, wo es noch leben konnte. Russland hielt die Grenzen geschlossen vor der jüdischen Zuwanderung. Nach Nord- und Südamerika konnten die Juden auch nicht auswandern. Die waren meistens unter spanischer und portugiesischer Herrschaft. Und es blieb eigentlich nur noch die türkische Herrschaft. Das bedeutet die Türkei und Palästina damals, welche überhaupt zur jüdischen Besiedlung noch möglich und offen waren, Griechenland. In diesen schwierigen Zeiten war die Hoffnung auf Maschiach besonders stark. Sie teilte überall auf und das bot auch den Nährboden für einen Mann wie Schabtai Zvi zu wirken. Nun müssen wir uns die Frage stellen, wie erkennt man denn einen Mann daran, ob er Maschiach ist oder nicht? Eine Frage, die Sie selber auch gestellt haben. Eine andere Frage, was wird Maschiach mit sich bringen? Und eine dritte Frage, wann wird denn Maschiach kommen? Wir wollen diesen Fragen nun im Weiteren auf die Spur kommen. Einen großen Schlüssel dazu bietet uns Rambam selber. Rambam, der den Glauben und das Vertrauen an Maschiach als Glaubensgrundsatz festgelegt hat, er bringt in den Hilchot Melachim, in den Halachot der Könige, in seinem letzten Buch des halachischen Werkes Yad Hazaka, Kapitel 11 und 12, die Halachot und die Beschreibung dessen, was Maschiach ausmacht. Und da bringt er folgende Merkmale, die uns helfen zu identifizieren, wer ist wirklich Maschiach und wer nicht.
המלך המשיח שייתנה, עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית אביב ישנה, הממשלה הראשונה, ובונה מקדש ומקבץ מקדי ישראל. Zuerst einmal, es gibt Merkmale, die den König Maschiach, so beschreibt er ihn, ausmachen. Immer wieder habe ich in meiner Ausübung als Rabbiner Kontakt zur christlichen Gemeinschaft, führe Christentum rum oder im Judentum oder gehe in einen interreligiösen Dialog. Und da werde ich auch recht oft angesprochen von gläubigen Christen, wie denn das Judentum zu ihrem Glaubensbegründer, zu Jesus steht. Und dann kommt die einerseits das Eingeständnis ihrerseits, okay, gut, ihr Juden glaubt ja nicht daran, dass Jesus Gott ist oder dass er übermenschlicher Natur ist. Aber ihr könnt doch wenigstens unseren Glauben daran teilen, dass er der Erlöser ist, dass er marschiert ist. Und da kommt die Frage, wie steht das Judentum dazu? Ist er unser Maschiach? Ist er für uns ein Erlöser gewesen? Die Christen glauben fest daran, dass Jesus die Welt erlöst hat von Sünden, von Leid. Stimmt das auch für uns? Oder aus welchen Gründen sollten wir dem nicht zustimmen? Und da gibt uns Rambam ganz klare Grundlagen. Rambam erfindet die natürlich nicht. Er bezieht vieles aus dem Talmud, namentlich aus dem letzten Kapitel aus Sanhedrin. Und er schreibt Folgendes, was ich gerade vorgelesen habe. Der König Maschiach, er wird in Zukunft das Königreich des Hauses Davids zurückbringen. Er wird das Beit HaMikdash, den Tempel erbauen, um Mekabetz Nichel Israel, und er wird das jüdische Volk zurückführen, die Zerstreuten versammeln. Vechodrin kol ha-mishpatim v'yamav shayu mikodem mukdam v'kodem. Und er wird die Gesetze und die Rechte zurückführen, so wie sie ehedem waren. Hier eine Frage, die gestellt wurde, wie verhält es sich mit Opfergaben? Auch die beantwortet Rambam. Makrivin korbanot ve'osin shmitin ve'oblot. Es werden Opfer gebracht werden im neuerbauten Tempel. Das entgegen der Auffassung, dass vielleicht in Zukunft keine Opfer mehr gebracht werden würden. Und es wird die Schmita und Jovenjahre wiedergeben. Die verschiedenen Gebote, die an das Land Israel gebunden sind. Im kommenden Jahr, diesen Sommer, werden wir wieder ein Schmita-Jahr haben. Und die Gesetze der Torah werden wieder in voller Fülle und in ihrer Gänze stattfinden. Im Exil erleben wir nur einen Teil des Judentums. Ein Teil des Judentums ist uns quasi abhanden gekommen, ein Teil der Torah, ein Teil der Gebote, welche für uns keine aktuelle und direkte Relevanz haben. Die Gebote, die an Israel gebunden sind, die Gebote, die an den Tempel gebunden sind, sind uns über 2000 Jahre der Talmud, der Diaspora, mehr oder weniger verloren gegangen. Mit der Rückkehr nach Israel, mit der Ankunft von Maschiach und dem Bau des dritten Tempels werden diese Gesetze in ihrer vollen Fülle wieder aktuell sein. Und nicht zuletzt deswegen hat auch Rambam sein halachisches Werk verfasst, nicht nur über die Gesetze, die für uns in der Diaspora von Bedeutung sind, sondern über alle Gesetze. Über die Reinheitsgesetze, über die Opfergesetze, über die Gesetze eines jüdischen Rechtsstaates, über das Königtum und vieles mehr, was Rambam alles mit einbezogen hat, zukunftsgerichtet auf die Tage von Maschiach. Denn während des Mittelalters und in der Diaspora hatten diese Gesetze noch keine praktische Relevanz für uns. Aber wir sehen langsam, Schritt für Schritt, wie diese Gesetze zurückkehren und wie wir sie heute wieder praktizieren dürfen und sollen. Übrigens, wer diesem Prinzip nicht gefolgt ist, ist Rabbi Yosef Karo mit dem Shulchan Aruch. Der Shulchan Aruch, bestehend aus vier Teilen, konzentriert sich fast ausschließlich auf die Gesetze, die uns in der Diaspora betreffen. Diejenigen, die die Zeiten von Maschiach betreffen oder das Leben in Israel, sind fast nicht vorhanden. Das Leben in Israel schon, die Mitzvot HaTorah war es, aber die Opfergaben, die Reinheitsgesetze, die kommen nur dann vor, wenn sie
im Diaspora-Leben eine Relevanz haben und nicht zukunftsgerichtet zu Zeiten von Mashiach. Der dritte Tempel, wie wird er gebaut? Rambam hat hier eine klare Reihenfolge. Seine Reihenfolge ist, dass zuerst Mashiach kommt und seine Aufgabe wird es sein, den dritten Tempel mitzubauen. Es macht also keinen Sinn, zu versuchen, den dritten Tempel zu bauen, ohne dass wir zuerst mal Mashiach erleben und unter uns begrüßen dürfen. Es gibt jedoch auch andere Auffassungen und Meinungen, dass der dritte Tempel ohne Mashiach erbaut wird oder auf himmlische Art und Weise nicht durch Menschenhand, durch Mashiach. Aber Rambam hat ja eine klare Linie, bei ihm kommt zuerst Mashiach und dann der dritte Tempel. Des Weiteren schreibt Rambam noch zusätzlich, ich lese aus Kapitel 11, Halakha 3, in den Halakhot der Könige. Es soll dir gar nicht in den Sinn kommen, dass der König Mashiach irgendwelche Wunder vollbringen müsste. Oder dass er irgendwelche neue Gesetze, Naturgesetze in diese Welt einbringen wird, zum Beispiel die Toten wiederbeleben oder andere Wunder vollbringen, was Ayotzebatrim Eilu Shatib Shimonrim. Und er ist hier sehr scharf in seinem Ausdruck und er sagt, nicht von alledem, was die Tibshim, man müsste es wahrscheinlich als Dummköpfe übersetzen, was diese Dummköpfe glauben. Bedeutet, wenn wir uns auf Mashiach beziehen wollen und Mashiach erkennen wollen, dann sollte mir nicht glauben, Mashiach ist eine Person, welche Wunder vollbringt und die Wunder beweisen, dass er Mashiach ist. Nicht das ist für uns das Zeichen, dass wir Mashiach vor uns haben. Mashiach wird die Welt der Naturgesetze nicht verlassen und er wird sie nicht ändern. Aber was wird Mashiach tun? Mashiach wird das jüdische Volk einsammeln ins Land Israel. Er wird den Tempel erbauen, er wird das Königtum Davids wiederherstellen, er wird die Welt der Tora und der Gebote stärken. Das sind die grundsätzlichen Merkmale, die Mashiach mit sich bringen wird. Das ist unsere Antwort auf all diejenigen Mashiach, die wir bisher quasi erlebt haben. Hat zum Beispiel Jesus das jüdische Volk im Land Israel vereinigt, gestärkt, hat er dafür gesorgt, dass es die Tora gestärkt wird, hat er den dritten Tempel erbaut, hat er etwa dafür gesorgt, dass das Königtum von David wieder neu erstanden ist. All diese Dinge sind nicht eingetroffen und bestimmt nicht durch ihn und deswegen ist unsere Antwort klar. Für uns ist Jesus ganz bestimmt nicht Mashiach. Genauso wenig wie die anderen vorhin erwähnten Figuren. Schabtai Zvi, habe ich vorhin erwähnt, aufgrund der Achmenidien-Pogrome ist Schabtai Zvi im 17. Jahrhundert zur Größe aufgestiegen. Die Hoffnung auf Mashiach ist aufgekeimt, aufgeblüht und da er eine besonders charismatische und mystische Person war. Auch in jungen Jahren hat er viel gebetet und sich mit der Kabbalah befasst und gefastet. Und da hat er eine besondere Aura und Überzeugungsgabe. Haben viele in ihm die Hoffnung des Mashiach erfüllt gesehen. Und es wurde ihm auch immer wieder zugetragen, so oft, bis er es selber zu glauben begann und von sich sagte, dass er Mashiach war. Es begann ein Zug durch Europa und je mehr, je stärker wurde der Glaube an ihn, desto mehr Anhänger erhielt er. Noch mehr als er ein Waisenkind, das Chmielnitzki Pogrome heiratete, welches davor schon verkündete, dass diesem Kind, diesem Mädchen im Traume ihr Vater erschienen sei und der Vater ihr voraussagte, dass sie die Frau des Mashiach sein wird. Die beiden heirateten in einer königlichen Zeremonie und für viele war das ein großer, überzeugender Moment, dass Schabtai Zvi nun Mashiach ist, der so lange erwartet wurde. Schließlich, Schabtai Zvi verkündete allen, dass er Palästina, Israel wieder dem jüdischen Volk zurückgeben wird und er wird es den Türken abnehmen. Der Sultan hörte dies und er ließ Schabtai Zvi zu sich rufen.
Das war nun für Chabtai-Suite der endgültige Beweis, dass er marschiert ist, denn selbst der mächtige Sultan der Türken interessiert sich für ihn. Was er nicht wusste, dass der Sultan genauso wie andere Herrscher es überhaupt nicht mögen, wenn jemand das Volk überzeugt, dass er ein Stück seine Herrschaft und seine Regierung ihm abnehmen werde, ein ganzes Land übernehmen werde. Er ließ ihn zu sich rufen, vor seiner Abfahrt nach Konstantinopel bestimmte noch Chabtai-Zvi 26 seiner Anhänger zu den neuen Herrschern der 26 Teile der Erde, der Welt, und stach in See in einer feierlichen Prozedur. Doch kaum kam er in Konstantinopel an, ließ ihn der Sultan in den Kerker werfen und er wollte prüfen, ob das mit dem Maschiach sich bei ihm bereiten könnte. Und da stellte er ihn vor die Wahl und sagte Chabtai-Zvi, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder ich töte dich oder du trittst zum Islam über. Und Chabtai-Zvi trat zum Islam über. Das war für die jüdische Welt eine große Erschütterung und Enttäuschung. Der Glaube war getäuscht. Dieser großartige Mann entpuppte sich als einer, der den Glauben seiner Väter so schnell wegwarf, wie es die vielen anderen Märtyrer vor ihm nicht getan haben, die an dem jüdischen Glauben festhielten, auch im Angesicht des Und sein Übertritt führte dazu, dass er überführt war als ein falscher Maschia. Doch der Schaden war immens. Es gab viele Anhänger, die weiterhin an ihn glaubten. Auch als er in der Verbannung im Exil als nun übergetretener Muslim starb in Albanien, auch danach gab es in ganz Europa noch Gemeinschaften, die daran glaubten, dass er der Maschiach ist. Und das zog sich fort über Jahrzehnte, sodass die großen Gelehrten und Rabbiner der damaligen Zeit sich veranlasst seien, einen Bannspruch auszusprechen über dessen Anhänger und das sehr aktiv bekämpfen mussten, dass dieser Glaube sich nicht weiter verbreiten würde, insbesondere der Glaube an einen nun verstorbenen Menschen. Im 18. Jahrhundert gab es dann einen weiteren Fortsatz, und zwar gab es dort einen Mann namens Frank, Jakob Frank hieß der, der wuchs in einer solchen Anhängerschaft Chabtai-Zvi auf und war überzeugt davon, dass er das Vermächtnis von Chabtai-Zvi erhielt, nun die Mission des Maschiachs weiterzuführen. Und auch an ihn glaubten viele Menschen, bis er schließlich zum Christentum übertrat und ein verwerfliches Leben führte. Die Juden waren getäuscht durch diese falschen Maschiach. Und sie wurden in ihrem Glauben oft in die Tiefe gestürzt. Und diese Leute hinterließen einen riesigen seelischen Schaden, der oft über Jahrzehnte und Jahrhunderte weiter dauerte und große Risse in die jüdische Gemeinschaft schlug. Wir wissen nun, dass diese Maschiach nicht wahre Maschiach sind. Ein weiteres Merkmal, eine Frage. Waren Maschiach noch nicht? Haben wir noch keinen Maschiach gehabt im Judentum? Die Antwort ist, doch, haben wir. Wir kennen Maschiach. Wir haben einen gehabt. So schreibt Rambam selber. Rambam schreibt im Weiteren, wieso wissen wir, dass Maschiach keine Wunder vollbringen muss? Wieso wissen wir, was die Eigenschaften des Maschiachs ausmachen? Ganz einfach. Wir haben schon einen Maschiach gehabt. Und zwar schreibt er, wir befinden uns gerade einen Tag nach Lag BaOmer, eine Zeit, in der wir uns an Rabbi Akiva erinnern. In der Omer-Zeit trauern wir, weil die Schüler von Rabbi Akiva gestorben sind an einer Plage, weil sie sich gegenseitig nicht respektiert haben. Rabbi Akiva war die Größte der mündlichen Überlieferung, der Mishnah. Es gibt Erzählungen, Geschichten im Talmud, die in Gleichsetzen mit Moschee, unserem großen Lehrer, der uns die Tora gegeben hat, und ihn sogar über ihn setzen, in seiner Tiefe, in seinem Verständnis der Tora. Der große Rabbi Akiva, der über die Jahrtausende von uns verehrt wird, er höchstpersönlich, Huayano Sekela,
Shelben Kosiba. Er selber war der Waffenträger von Ben Kosiba oder bekannter als Bar Kochba, Hamelech der König. Im Jahre 132 nach, es war wieder mal eine Zeit, in der die Verzweiflung das jüdische Volk umtrieb, weil die römische Besatzung nach der Zerstörung des zweiten Tempels grausam war. Die Römer haben gesehen, wie tapfer das jüdische Volk ihren Tempel verteidigt haben und sich verteidigt haben. Und umso grausamer gingen sie mit dem jüdischen Volk um nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach. Das ging fort bis im Jahre 132 nach unserer Zeitrechnung, nach der allgemeinen Zeitrechnung. Ein Mann, das jüdische Volk, Juden, in einen Aufstand gegen die Römer anführte. Und das war Bar Kosiba, der schließlich Bar Kochba genannt wurde. Bar Kochba aufgrund eines Verses im vierten Buch der Torah, welches wir bald lesen werden, Ach Kochav Yaakov, es erstand auf ein Stern aus Yaakov, aus dem jüdischen Volk, und so wurde er Bar Kochba, Sohn des Sternes, genannt. Diesem folgte Rabbi Akiva höchstpersönlich und viele, viele Gelehrte der damaligen Zeit, und sie hielten ihn für Maschiach so sehr, dass Rabbi Akiva sogar der Waffenträger wurde, der große spirituelle und geistige Anführer, glaubte an diesen Menschen. Und nicht Und alle Gelehrten der damaligen Zeit, mit nur wenigen Ausnahmen, glaubten fest daran und waren überzeugt, dass Bar Kochba der König Maschiach höchstpersönlich war. Bis er, Bar Kochba, in seinen Sünden getötet wurde. Sobald er den Tod gefunden hatte, wurde klar, dass Bar Kochba nicht Maschiach ist. Aber Rambam schreibt nicht, dass Rabbi Akiva sich geirrt hat. Er sagt nicht, er hat eine falsche Annahme gehabt, dass Bar Kochba nicht Maschiach gewesen sei. Nein, Bar Kochba war Maschiach in den Augen von Rabbi Akiva und zu Recht. Denn solange er den Aufstand anführte und die Eigenschaften von Maschiach in sich trug, das jüdische Volk zu vereinen, die Unabhängigkeit, die Bar Kochba tatsächlich über 2,5 Jahre wiederherstellte, das jüdische Volk dahin zu führen und die Hoffnung auf den Bau des dritten Tempels aufzubauen, solange das Realität war, war Bar Kochba auch tatsächlich der Maschiach. Nur er konnte sein Werk nicht zu Ende führen. Seine Sünden haben ihn ereilt und es stellte sich heraus, dass er letzten Endes doch nicht Maschiach gewesen ist, der die Erlösung für das jüdische Volk mit sich brachte. Aber erst mit seinem Tod wurde das klar. Wir wissen auch aus dem Talmud, aus seinem Ding, dass es andere Menschen, Personen gab, die Maschiach waren oder hätten sein können. Zum Beispiel Chizkiahu HaMelech, der König vom Königreich Jehuda, der vor 2700 Jahren gelebt hat, Chizkiahu, über ihn sagt der Talmud, er hätte Maschiach sein können. Es hat aber letzten Endes nicht so sein sollen. Es gab Parameter und Dinge, die nicht im Einklang standen, und so wurde er dann geschichtlich gesehen nicht der Maschiach, aber er hätte es sein können. Es geht also nicht um Wunder, es geht nicht um Übernatürliches, es geht darum, dass ein Mensch das jüdische Volk sammelt, in großer Überzeugungskraft es zurückführt nach Israel und den Tempel dort erbaut. Was erhoffen wir uns vom Maschiach? Was sollen denn die Unterschiede sein? Geht es uns nicht gut? Wir haben gehört, er wird den Tempel bauen. Wie lange das brauchen wird, bis er den Tempel baut, das ist nicht genau beschrieben. Er wird den Tempel bauen, aber wird noch vieles mehr bewirken. In Talmud, im Brachot und in Sanhedrin streiten sich zwei Meinungen, Rav und Schmuel, zwei der großen Gelehrten des Talmuds, darüber, was wird sich alles ändern mit Maschiachs Zeiten. Maschiachs Zeiten sind die Tage der Zukunft. Es gibt übrigens zwei Begriffe, die wir als Tage der Zukunft bezeichnen. Das eine sind die Tage nach dem Tod, die persönliche Zukunft des Menschen, das zukünftige Leben.
Und die andere Bezeichnung trägt auch die Tage vom Maschiach und der Erlösung zu, welche das ganze jüdische Volk und die ganze Erde betreffen. Sagt Rav, zu den Zeiten von Maschiach wird sich alles ändern. Die Welt wird sich auf eine Art und Weise verändern, die Naturgesetze, dass die, man kann sich vorstellen wie ein paradiesischer Zustand, ein Schlaraffenland, an dem die Naturgesetze von heute nicht mehr gelten werden. Schwer vorstellbar, was alles vor sich gehen wird. Es wird eine wunderbare Welt sein. Rambam ist nicht diese Auffassung. Er teilt die Meinung von Shmuel, die zweite Meinung, der fast in die entgegengesetzte Richtung geht. Shmuel sagt, En ben yamenu limot ha-Mashiach, ella shi'abud malchuyot bimba. Zwischen den Tagen, unseren Tagen heute und der künftigen Welt von Mashiach unterscheidet eigentlich nur ein Begriff. Dieser Begriff heißt Shi'abud malchuyot, die Unterdrückung durch die Königreiche oder durch die Völker. Das scheint uns ein sehr kleiner Unterschied zu sein. Unterdrückung der Völker ist ein anderer Unterschied. Bedeutet, heute sind wir noch unterdrückt durch die Völker, in Zukunft werden wir es nicht mehr sein. Dann sagen wir uns in unserer Zeit, die Unterdrückung der Völker, ja, wir leben eigentlich ganz gut. Wir haben nachbarschaftliche Beziehungen, wir leben in Harmonie mit den anderen Völkern, mit den Nichtjuden. Wozu brauchen wir damals? Aber in Wirklichkeit muss man weiterdenken. Die Unterdrückung der Völker bedeutet zuerst einmal alles, was mit Antisemitismus zu tun hat, dass das jüdische Volk ausgesondert ist, dass es ab und zu in Angst leben muss, und das sind keine weiten Zustände auch in unserer Zeit. Schauen wir mal nach links und nach rechts, nach Ungarn oder nach Frankreich oder in die Ukraine, dann stellen wir fest, dass der Antisemitismus und die Gefahren für die Juden noch lange kein Ende genommen haben, wo man gar nicht erst weitergehen muss in arabische Länder oder in weiter entfernte liegende Länder, wo der Antisemitismus vielleicht teils auch nun sein könnte. Aber darüber hinaus, die Unterdrückung durch die Völker bedeutet auch, dass die Völker sich gegenseitig bekämpfen. Was Shmuel und Rambam beschreiben, das ist eigentlich der Weltfrieden. Maschiach wird uns Weltfrieden bringen. Und der Weltfrieden ist ein großer Begriff, der vielleicht sich sehr abstrakt anhört. Aber wenn wir ihn übersetzen in praktische Faktoren, dann werden wir feststellen, dass der Weltfrieden eine ungeheure Auswirkung auf unser gesamtes Leben hat. Stellen wir uns nur mal vor, die Menschheit produziert ein Vielfaches an Nahrung und Essen, welches wir in Wirklichkeit brauchen und benötigen. Diese Nahrung erreicht aber nicht die ganze Menschheit. Sie wird getragen von dem Neid und Missgunst und Egoismus und Interessen von manchen Menschengruppen, sodass andere Menschengruppen von diesem Überschuss an Nahrung nicht viel kriegen. Und an der einen Stelle auf der Welt wird Nahrung vernichtet aus marktwirtschaftlichen Gründen und dann auf der anderen Stelle verhungern die Menschen buchstäblich. Diese Umstände, die sollen und werden in einem Weltfrieden nicht mehr vorkommen. Auch die Kriege und die Bekämpfung und die Grenzen, die gezogen werden zwischen den Völkern, diese Dinge haben dann in der Zeit von Maschiach keinen Platz. Und so kommt es, wie es der Prophet Jeschajau beschreibt, oder der Prophet Zechariah, dass jeder unter seinem Weinstock besitzt und genießt, denn für jeden gibt es genug zu essen und jeder kann in Ruhe und Sicherheit leben, ohne Bedrohung, ohne auf die Kraft der Armee angewiesen zu sein. Das sind gewaltige Veränderungen. Die Weltwirtschaft wird sich völlig anders gestalten. Es kann zu einem allgemeinen Wohlstand führen, für den man auch nicht viel tun muss. Denn die heutige Technologie lässt es zu, dass wir mit wenigen Aufwand und Kräften sehr viel produzieren können und ein angenehmes Leben führen. Dieses angenehme Leben soll nicht dazu führen, dass wir uns nur ausruhen, sondern es soll dazu führen, dass wir uns spirituell entwickeln und entfalten können, dass wir geistige Höhen erreichen können. Und das, wie der Prophet Jeschaja beschreibt, die Erkenntnis Gottes die Welt füllen wird, so wie das Wasser die Meere bedeckt. So stellen wir uns die Tage von Maschiach vor, so beschreibt sie Rambam,
Und dieser kleine Unterschied von Chiabud Malchujot ist bei weitem keine Kleinigkeit, es ist etwas Großartiges, etwas Unglaubliches, etwas, auf das es lohnt, tagtäglich zu warten. Wird es zu Zeiten von Maschiach noch Sünde geben? Laut Rambam ganz klar ja. Es wird noch die Naturgesetze geben und die Torah-Gesetze. Sie werden nach wie vor ihren Platz einnehmen. Der Mensch wird immer noch die Versuchung in sich tragen. Er wird nur stärker ausgerüstet sein mit dem Licht der Wahrheit und mit der Erkenntnis, um dem entgegenwirken zu können. Es wird auch nach wie vor Leben und Tod geben. Die Naturgesetze hören nicht auf zu funktionieren mit den Zeiten von Maschiach. Es wird nicht eine übernatürliche Welt sein. Ramban Nachmanides beschreibt diese Welt ganz anders. Er geht davon aus, dass eine Zeit kommen wird, in der der Mensch nicht mehr sterben wird. Aber laut Ramban Maimonides wird der Mensch weiterhin sterben, er wird weiterhin sündigen können und es wird nach wie vor eine Welt der Torah-Gesetze und der Naturgesetze sein. Das ist die tiefere Bedeutung von der Streitfrage zwischen Rab und Shmuel und der Entscheidung Rambams wie Shmuel, dass eben die Unterschiede mit den Begriff Chiabud Malchuyot sich befassen. Gehen wir weiter. Auferstehung der Toten wird hier gesagt. Auferstehung der Toten wird unser Gottbild beim nächsten Kurs, beim nächsten Mal wird uns betreffen, werden wir uns damit befassen und werden sehen, dass die Auferstehung der Toten ein eigenständiger Begriff ist, der nicht direkt mit Maschiach zusammenhängt, nach der Auffassung von Rambam von Maimonides. Deswegen werden wir uns damit auch eigenständig befassen müssen. Eine weitere Frage, die wir uns stellen wollen und stellen. Bevor wir zu der nächsten Frage kommen, können wir zusammenfassen, die ganz wichtige Erkenntnis, wie können wir Maschiach identifizieren? Ganz bestimmt daran, wenn ein Mensch gestorben ist und nicht die Resultate herbeigeführt hat, die wir vom Maschiach erwarten, dann können wir mit Klarheit sagen, das ist nicht Maschiach. Vielleicht hatte dieser Mensch das Potenzial des Maschiach in sich zu Lebzeiten. Aber wie Rambam es schreibt bei Bar Kokhba, sobald Bar Kokhba gestorben ist, nur da ist es bekannt geworden, dass er doch nicht Maschiach gewesen ist. Nicht der historische Maschiach, auf den wir warten. Vielleicht war es ein potenzieller Maschiach, aber nicht der tatsächliche Maschiach. Und dasselbe gilt für jeden anderen Menschen, der gestorben ist. So auch bei Jesus kann man ganz klar sagen, die Ergebnisse, die wir uns vom Maschiach erhofften, die waren bei ihm bei weitem nicht vorhanden, ganz im Gegenteil. Er hat ja das jüdische Volk desinfiziert von der Torah, den Geboten und der traditionellen Verständnis der Überlieferung. Und er hat nicht dazu geführt, dass der Weltfrieden eingetreten ist und dass der dritte Tempel erbaut wurde und dass alles besser wurde. Ganz im Gegenteil. Deswegen mit Klarheit können wir sagen, für das Judentum trifft zu, dass diese Menschen nicht Maschiach waren. Auch nicht Shabtai Zvi, auch nicht David Al-Roy und so weiter und so fort. Und die Frage, die vorhin gestellt wurde, auch Rav Schnerson, der siebte Lubavitcher Rebbe, hatte vielleicht das Potenzial in sich Maschiach zu sein, solange er lebte. Mit seinem Tode aber wurde klar, dass er nicht Maschiach gewesen ist. Die Menschen, die heute noch daran glauben, werden Meschivisten genannt und da gibt es einen nicht minderen Konflikt mit dieser Auffassung, dass ein verstorbener Mensch immer noch als Maschiach bewertet werden könnte. Das steht absolut im Gegenspruch und Gegensatz zu dem, was Rambam schreibt. Kommen wir zu einer weiteren Frage, die auch hier gestellt wurde. Wann wird Maschiach kommen? Wie lange dauert das denn? Wann können wir endlich mit ihm rechnen? Eine Antwort haben wir bei Rambam ganz direkt gesehen. Rambam sagt, Maschiach könnte jeden Tag kommen, denn jeden Tag sollen wir ihn erwarten. Auch hier bezieht Rambam diesen Ausspruch aus dem Talmud. Im Talmud wird erzählt, wie Rabbi Joshua ben Levi, einer der Gelehrten aus dem Talmud, der sehr mystisch und sehr spirituell war,
waren eigentlich alle Gelehrte, aber er war auch auf einer besonderen Ebene, so sehr, dass er mit dem Propheten Eliyahu einen ständigen Kontakt hatte. Und über ihn heißt es, wie er den Propheten Eliyahu befragte, wann wird Maschiach eigentlich kommen? Oder wer ist Maschiach? Wo ist er? Da sagte ihm der Prophet Eliyahu, weißt du was? Maschiach sitzt an den Toren von Caesarea, von Rom, und da kannst du ihn erkennen. Doch Jeschua ben Levi ist ganz aufgeregt. Er sagt, aha, und wie kann ich ihn erkennen? Der Prophet Eliyahu gibt ihm ein paar Zeichen an die Hand und so macht sich Rabbi Joshua ben Levi auf den Weg, um Maschiach aufzusuchen. Und er findet ihn, er trifft ihn an, er erkennt ihn, er geht auf ihn zu und sagt ihm, bist du Maschiach? Daraufhin sagt er ihm, ja, das bin ich. Rabbi Joshua ben Levi ist sehr aufgeregt und fragt, und wann kommst du? Wann werden wir dich erwarten dürfen? Sagt ihm dieser Mann, heute. Rabbi Joshua ben Levi ist aufgeregt. Er rennt ins Lehrhaus und verkündet, heute werden wir die Ankunft des Maschiach erwarten. Und alle sind gespannt und der Tag ging vorüber und wir wissen, dass Maschiach immer noch nicht gekommen ist. Ganz enttäuscht ging Rabbi Joshua ben Levi am nächsten Tag wieder zu diesem Mann hin oder in den folgenden Tagen und er klagte ihm sein Leid. Er sagte, du hast uns doch gesagt, dass du heute kommen wirst. Wo warst du? Da sagte ihm Maschiach, ja, weißt du, ich habe nicht Unrecht gehabt. Ich habe dir gesagt, heute komme ich, Hayom, das ist aber an den Vers geknüpft, Hayom im Bekolo Tishma'un. Einem Vers, den wir immer bei Kabbalat Shabbat in den Psalmen nennen, heute, wenn ihr auf seine Stimme hören werdet. Es liegt an uns, wann Maschiach kommen wird. Auf Maschiach zu hoffen bedeutet nicht nur, auf ein Fenster zu starren und sich zu fragen, nur, wann kommt er, sondern es bedeutet auch, etwas dafür zu tun. Maschiach kommen vorzubereiten, indem wir unser Verhalten überprüfen. Einer der Dinge, die Maschiach kommen beschleunigen wird, ist unser Umgang mit unseren Mitmenschen. Was den zweiten Tempel zerstören ließ, was in Atrinam unnötiger Hass. Was den dritten Tempel erbauen wird, ist Ahavatrinam. Dass wir interessenslose Liebe zueinander üben und dass wir uns aufeinander in Liebe und Freundschaft beziehen, Liebesdienste erweisen und dafür etwas zu erwarten. Dass wir die Wege der Torah stärken und dass wir der Hoffnung auf Maschiach auf verschiedene Arten und Weisen Ausdruck verleihen. Dass für uns die Rückkehr nach Israel ein wichtiges Ideal bleibt im Leben, welches auch praktisch gelebt wird. Und vieles mehr führt dazu, dass Maschiach schneller kommen kann und kommen wird. Die Gemara in seiner Reden sagt folgendes, heißt es im Propheten Be'ita Achishena. Zu seiner Zeit werde ich es herbeieilen. Fragt der Talmud, das ist doch ein Widerspruch. Entweder Be'ita, das heißt zu Zeiten, zur rechten Zeit, oder Achishena, ich werde es herbeieilen. Aber Be'ita Achishena bedeutet rechtzeitig, aber ich werde es herbeieilen, also frühzeitig herbeiführen. Dann sagt der Talmud, das ist kein Widerspruch. Zahu Achishena. Wenn das jüdische Volk es verdient hat, dann wird es herbeigeeilt werden, dann wird es Gott schneller herbeiführen. Lozachu Be'ita. Wenn nicht, dann wird es zur Zeit sein. Dann wird es eine Zeit brauchen. Dann wird es ein langsamer Prozess sein, der dahin führen wird, dass Maschiach kommen wird. Über die Sklaverei in Ägypten heißt es und wurde unserem Vorvater Abraham schon gesagt, dass sie 400 Jahre lang dauern wird. Sie dauerte aber keine 400 Jahre. Wir können aus der Tora beweisen, wenn wir auch keine klaren Angaben in der Tora darüber finden, dass es bestimmt keine 400 Jahre lang dauerte. Rashi beweist es zur Stelle in Bo. Unsere Weisen sagen, dass es 210 Jahre gedauert hat. Es gibt auch Hinweise in dem Satz, in dem wir sehen, dass nicht 400 Jahre lang die Sklaverei dauern würde, sondern die fremde Existenz in Ländern, die nicht den Nachkommen von Abraham gehören würden. Und das begann schon vor der Sklaverei von Ägypten.
Aber warum spricht dann die Tora von 400 Jahren? Da gibt es die Antwort, die Jahre in Ägypten, die 210 Jahre, unter ihnen waren ungefähr 100 Jahre der Sklaverei, der Unterdrückung, die waren so intensiv, dass sie in ihrer Qualität 400 Jahre in sich beinhalteten. Die 400 Jahre sind nicht unbedingt als eine Zeitangabe gewesen, sondern ein Prozess, der im normalen Umfeld und nach normalen Gesetzen verlaufen 400 Jahre dauern würde. Aber in Ägypten hat dieser Prozess sich beschleunigt durch die Intensität der Sklaverei, der Unterdrückung und dem, was das jüdische Volk durchmachen musste. Und so finden wir auch keine Angabe darüber, wann Mashiach kommen wird. Ganz im Gegenteil. Es gibt zwar verschiedene Ansätze und Versuche, das festzulegen, aber letzten Endes sagt der Talmud in Sanhedrin ganz klar und eindeutig, die Pachruchan Shelma Tashweg zu ziehen. Möge der Geist derjenigen, die sie verlassen, welche versuchen, das Ende zu errechnen. Wir können nicht und wir wollen vielleicht auch nicht wissen, wann Mashiach kommt. Warum nicht? Wäre doch schön, wäre doch angenehm zu wissen, Mashiach steht vor den Toren, noch 5 Jahre und er wird endlich da sein. Aber so ist es nicht. Stellen wir uns vor, ein Jude mitten im Mittelalter, mitten in den Verfolgungen der Kreuzzüge oder der Inquisition oder der vielen anderen geschichtlichen Ereignisse, einem solchen jüdischen Menschen würde gesagt werden, du wartest auf Mashiach, weißt du, wann Mashiach kommen wird, warte noch 500 weitere Jahre. Das hätte diese Menschen in Verzweiflung gestürzt. Das hätte sie deprimiert. Die Hoffnung auf Mashiach ist eine tagtägliche Hoffnung, welche uns aufrechterhält, welche uns Kraft gibt und nicht zu Unrecht. Und es ist nicht eine Hoffnung, die wir einfach so hegen, weil wir von der Realität weit entfernt leben, sondern es ist eine Hoffnung, die sich die ganze Zeit weiter vervollständigt. Noch ein Schritt und noch ein Schritt. Und jede Schwierigkeit, die sich uns gestellt hat, ist eine Schwierigkeit, wenn das jüdische Volk sie richtig gemeistert hat, weil sie uns dem Zeitalter von Mashiach einen Schritt, manchmal einen großen Schritt, weitergebracht hat. Und so hat die Bedeutung, auf Mashiach tagtäglich zu warten, auch einen höchst praktischen Wert. Zum Abschluss, wie können wir uns vorstellen, wer Mashiach sein wird? Bevor ich dazu komme, es gab noch eine Frage über Ben Yosef und Ben David. Eine Vorstellung, die an manchen Stellen vorkommt, dass eine Zeit vor Mashiach kommt, vor dem Mashiach Ben David. Wie Rambam schon hingewiesen hat, Mashiach Ben David ist ein Mensch, ein Mann, der vom Hause David, des König David, abstammt. Bevor aber der Mashiach Ben David kommt, so heißt es an manchen Stellen, kommt Mashiach Ben Yosef. Hier ist eine komplexe Idee verbunden mit dem Mashiach Sohn von Yosef, ein Nachkomme von Yosef. Da müssen wir uns ein bisschen eingehender befassen mit der Bedeutung von Jehuda, dem Stammesvater Jehuda und dem Stammesvater von Josef. Welche Auswirkungen die mit sich bringen, das sind verschiedene Funktionalitäten. Wir können aber sagen, dass das Kapitel Mashiach ben Josef, wie auch bei Rambam beschrieben, dahin gehört, dass vor Mashiach eine schwierige Zeit das jüdische Volk erwartet, in der es durch Schwierigkeiten sich durchkämpfen muss. In den Propheten finden wir den Krieg von Gog und Magog, von dem wir auch am Pesach in einer Haftarah gelesen haben. Und Mashiach ben Yosef ist eine Führungspersönlichkeit, welche uns durch diese schwierige Zeit bringen wird. Ein Zeitalter, welches Mashiach vorher geht, vorangeht und in dem viele Schwierigkeiten gemeistert werden müssen. Und ja, das ist die Vorbereitung zum Mashiach ben David, zum Mashiach, der uns die vorhin genannten Resultate bringen soll. Abschließend, wie können wir uns vorstellen, Mashiach, dass eine Person eine solche Wirkung haben soll, eine solche Strahlkraft, dass er das jüdische Volk vereint, dass er den Weltfrieden herbeiführen soll, dass er eine solche Auswirkung haben soll,
Dazu gehört natürlich ein großes Charisma, eine riesige Persönlichkeit. Aber darüber hinaus können wir uns auch heutzutage viel einfacher vorstellen, dass sowas vor sich gehen soll. Denn wenn wir uns vorstellen, dass man mit der heutigen Technologie Millionen Menschen aufs Mal erreichen kann und zu Millionen Menschen aufs Mal reden kann und auf sie einwirken kann, dann fällt es uns nicht mehr schwer zu glauben, dass eine solche Persönlichkeit wie Mashiach auch die Menschen überall von zu Hause mitreißen können wird und in diesen Enthusiasmus mit einbringen können wird. Und so hoffen wir und wünschen wir ja immer wieder beschließen und die Hoffnung ausdrücken, dass Mashiach nun bald kommen möge. Die Zeit ist reif dafür, die Anzeichen dafür sind vorhanden, sie sind stark. Und wir wünschen uns, dass Mashiach nun bald in unseren Tagen sich zeigen möge und diese vielen segensreichen Auswirkungen und Tage für uns mitbringen möge. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Ansonsten verabschiede ich mich für diese Woche und hoffe, dass wir uns nächsten Montag wieder online treffen werden. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich mich in diesem Sinne auch verabschieden bis nächste Woche. Und wir warten, verbleiben im Warten auf Moschiach. Wir verbleiben im Warten auf den Kurs von Rabbiner Engelmeier nächsten Montag um 20 Uhr. Wir wünschen allen eine tolle, erfolgreiche und gesunde Woche. Shavua Tov. Bis bald. Shavua Tov.